Morgen ist Wandertag, sah der kleine Fritz. Meine Geldbärsch kennt Verdrohung in eine kleine Spritz. Die Mami antwortet, warum kommst du gerade zu mir? Warum gehst du nicht zum Vater? Ach Mami, guck, ich stehe vor dir als Nachwuchsreisekater. Die Mami antwortet, einverstanden hier, 5 Mark. Einmal nur ausnahmsweise und kaufst die Kuchen dir über Quark. Der Weste kostet nicht Verdrohung, frass mir hinterher kein Eis. Omi, wir haben Wandertag, sagt der kleine Fritz. Und ich bin pleite, kannst mir's glauben. Omi, das ist kein Witz. Na Gung, das ist das Schlimmste nicht. Mach kein groß Gewimmer, wo ich immer so alt wie du, falls auch am Geld mir immer. Als Rentner sitze ich nicht hoch oben, ich sitze aber auch nicht weit unten. 10 Mark, tun mir nicht groß weh. Schwör ab, dreh deine Runden. Uromi, wir haben Wandertag. Der Fritz weiß genau, die Uromi hört ein wenig spät. Uromi, wir haben Wandertag, hörst du gar nicht, verflixt und zugenäht. Die Uromi ist aufgewacht. Ach, Gunge, da zu brabbeln, könnt ich sowas auch noch mal erleben. Aber weit könnt ich nimmer zappeln. Wenn früher mir gewandert sei, waren Zengström arme Leid. Hier 20 Mark, mein guter Gung, sollst du was leisten heute. Wir haben ja bei die Mat auch mit einer goldenen Brille dabei. Der Patenonkel von Glenn Fritz, das war ein Gunggeselle. Hier sitzt er. Ob ich mir dann mal klingel tue? Ach, der Fritz dachte, ich versuch's mal auf die Schnelle. Der Onkel Paul, der fühlt sich geirrt. Der trug, er setzt ja selber, eine goldene Brille. Das war früher mal ein großes Pferd. Den rufen wir heute noch, Herr Dr. Dr. Füll. Mein Pate, sagt er, das ist sonnenklar, du sollst fischen nicht im Trüben, setz dich morgen mal großkotzig an die Bar, hier nimm schon 50 Piepen. Das Fritzl hat sein Geld gezählt, summa summarum 85, als Reisekater gar nicht schlacht, so ein Tagessatz, der macht sich. Zengström, so wie ihr, du schimpfen viele Leid, die rühmen ihre Tugend. Was wird mir werden in ferner Zeit aus der heutigen Jugend? Sparen, ahne die nach weit entfernt. Haushalten, den Begriff haben sie längst verloren. Bloß, habt ihr aus meiner Story was gelernt? War hat sie denn verdorben?